In diesem Video drehe ich ein bisschen durch. Dafür sage ich jetzt schon Entschuldigung. Aber es ist ein emotionales Thema. Es geht mir echt nahe. Ihr wisst ja, dass ich vor kurzem so einen Scheißdreck-Pulli aus Asien gekauft habe. Aus Plastik bin ich voll reingefallen. Deswegen zeige ich euch mal, wie es auch anders geht. Mit richtigen Klamotten, aus echtem Material. Eins davon habe ich hier schon an. Und ich möchte mal Werbung machen, obwohl es keine Werbung ist, denn ich habe kein Geld dafür bekommen. Aber ich drehe ein bisschen durch und zeige euch, was gute Materialien sein können. Film ab und danke, dass ihr dran bleibt. Hoch, hoch, höher, Schulter. So. Habt ihr meine Küche schon mal aus dieser Perspektive hier gesehen? Ich glaube nicht. Normalerweise seht ihr ja nur das hier. Naja, jetzt ist ein starkes Licht da. Hier ist die Küche und hier die Wohnküche. Hier sitzen wir normalerweise und essen. Oder an dem Tisch sitze ich auch öfters und filme. Aber ich glaube, diese Perspektive hier kennt ihr noch nicht so. Heute mal ein ganz anderes Thema. Auch ein anderer Hut zum Thema. Wenn ich in mein Schildchen schaue, was sehe ich? 100% Wolle. Das finde ich richtig klasse. Oder ihr kennt meine anderen Hüte, Strohhüte. Die sind aus 100% Stroh oder aus Papier. Der ist tatsächlich aus Papier, auch wenn er nicht so aussieht. Wenn ich ins Schildchen schaue, Made in Italy, 100% Papier. Aber zurück zur reinen Wolle, denn das finde ich ein Material, das ist richtig gut, völlig unterschätzt. Und leider ist die Wolle auf dem Weltmarkt quasi nichts mehr wert. Warum? Weil alles nur noch aus Kunstfaser ist. Das ist so schade, unsere Klamotten bestehen nur noch aus Plastik. Wegschmeißklamotten, billig eingekauft, billig in der Herstellung natürlich, angezogen, weggeschmissen. Echt schade, so muss es nicht sein, wenn man mal wieder Wert legt auf gute Klamotten. Und da möchte ich euch was zeigen, denn ich bin ja selber reingefallen vor kurzem, habe mir was Schönes aus Wolle kaufen wollen über Facebook. Und was kam an? Natürlich der größte Kram. Schaut euch das hier mal an. So sollte es aussehen. Und das hier ist dann die Realität gewesen. Total reingefallen, muss nicht sein. Ich zeige euch jetzt mal Klamotten, wie sie richtig gut sein können. Und gerade bei so einem Wetter wie heute, ziemlich eklig, ganz leichter Schneefall, nass, kalt, da braucht man ordentliche Klamotten. Und deswegen habe ich ein paar Firmen angeschrieben und sie gebeten, mir ein paar Musterstücke mal zuzuschicken. Ich habe tatsächlich welche bekommen, die zeige ich euch jetzt. Nummer 1, ein Hoodie vom Hersteller Nordwolle aus Norddeutschland. Die kaufen die Wolle selber ein, verarbeiten alles selber. Ich habe mir das genau angeschaut. Es ist stabil verarbeitet, es ist gut verarbeitet. Es sieht noch schick aus. Es ist mir ein kleines bisschen zu klein, dicken Bauch. Aber das Ding ist richtig gut, es gefällt mir. Und wie sich für ein Hoodie gehört, natürlich mit Kapuze. Innen ein roter Stoff drin. Richtig saugut. Die haben noch andere Jacken. Schaut mal rein. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Und weiter zu Nummer 2. Das ist eine unglaublich tolle Winterjacke vom Hersteller Hedlund. Vielen Dank für das Muster. Toll verarbeitet, auch alles aus Wolle natürlich. Ein kleiner Nachteil. Ich vermisse Innentaschen. Die brauche ich immer, die verwende ich ganz gerne. Aber das Ding hat 1, 2, 3, 4... 5 Außentaschen, also alles gut. Der Nachteil ist kompensiert. Und was ich auch toll finde, wenn es draußen so richtig kalt ist, dann mache ich hier einfach zack zu und habe einen richtig tollen Kragen bis nach oben hin. Alles ist warm, nirgends kann der Wind reinpfeifen. So muss es sein. Und wenn es dann noch so richtig viel kälter wird mit Schneetreiben, dann setze ich mir einfach die Mütze hier auf. Und die ist auch so gut verarbeitet. Ich kann hier vorne das Ganze mit Klettverschluss zumachen. Das hier, hier ist ein Drahtbügel drin, dass die mir nicht runterfällt. Ich kann die hier zuziehen. Sau gut gemacht. Mir gefällt das. Ebenfalls Note 1+. Vielen Dank.
Tolle Sache, sehr empfehlenswert. Link unter diesem Video. Hopp. Und ein drittes Beispiel an richtig gut verarbeiteter Jacke, diesmal nicht aus dem Norden, sondern aus dem Süden, bei uns aus Bayern, Lodenfriedel, auch der Link dazu in der Videobeschreibung. Toll verarbeitet, natürlich reine Wolle. Lodenfriedel macht vor allem auch was für Jäger, richtig schön lang, noch dicker als diese Jacke mit vielen großen Taschen, richtig warm für einen Ansitz. Aber ich finde das hier klasse, schöne Taschen, große Innentaschen, das finde ich gut. Und so groß passt sogar eine Zeitschrift rein. Das gibt es nicht nur hier als so eine Sommerjacke, also nicht allzu dick. Die kann man auch wunderbar in der Übergangszeit tragen. Die gibt es auch wunderschön als ärmellose Variante für den noch etwas wärmeren Herbst oder Frühling. Wenn es noch nicht ganz so kalt ist draußen. Wenn es noch nicht ganz so warm ist draußen, ebenfalls große Taschen, richtig klasse, große Innentaschen, mehr will ich nicht. Ich finde das spitze, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen, kauft echte Wolle. Angenehm zum Tragen, ja, sie ist etwas kratziger als Polyacryl, Polyamid, Elastan oder was es so alles gibt, aber man kann was drunter ziehen. Ich bin sehr empfindlich, was Kratzen angeht, sehr empfindlich. Aber das macht mir nichts aus. Wenn ein T-Shirt drunter ist, reicht völlig aus. Klasse! Wie gefallen euch diese Sachen? Ich finde die wirklich spitze. Sie sind warm und die werde ich jetzt einen Tag lang draußen bei ekligem Schneesturm mal tragen und ausprobieren und gucken, wie die Wärme ist. Ich weiß, Wolle wärmt, Wolle ist gut, Wolle hält Feuchtigkeit fern, Wolle ist atmungsaktiv. Es hat so viele klasse Vorteile. Schaut mal bitte bei denen in die Shops rein, unterstützt gute Hersteller bei uns in Deutschland, nicht diesen Asia-Scheiß, der alles von draußen kommt, in den Billigmärkten hier verkauft wird. Ich finde es wirklich schlimm. Diese scheiß Kunststofffaser überall. Schnell muss es gehen, billig muss es sein. Das muss nicht sein. Sowas hier kann viele, viele Jahre halten. Und dann, wenn man so rechnet, ist es auch günstig. Oh, das war emotional. Aber damit ihr dem Rigotti hier nicht blind vertrauen müsst, was er so sagt, fahre ich zu jemandem, die kennt sich richtig gut aus mit Klamotten. Mal schauen, was sie zu diesen Jacken sagt, ob sie vielleicht auch irgendwelche Nachteile findet. Los geht's. Bin mal gespannt, was sie sagt. Hallo Michaela, hast dich schon schick gemacht, schön. Oh, wer bist denn du? Jetzt bin ich bei Michaela. Michaela, du bist Rechtsanwältin. Ja. Hast mir sogar auch schon mal geholfen. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Aber du kennst dich auch gut aus mit sowas hier. Warum? Ich liebe Wolle. Also, ich habe ein kleines Wollgeschäft. Also du bist Profi, ja? Noch habe ich ein kleines Wollgeschäft, das muss ich jetzt Corona-bedingt leider aufgeben. Werde auch versuchen, dass ich das hier weiterführe, aber das ist nicht mein Brotberuf. Das nicht, aber du bist so stark als Hobby da drin, dass du ein eigenes Geschäft irgendwann mal aufgemacht hattest. Passioniert. 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 Und jetzt habe ich mal drei Jacken mitgebracht und ich würde dich bitten, da einfach mal drauf zu schauen, von drei verschiedenen Herstellern, die einfach mal die Nähte anzuschauen, die Verarbeitung, was du so davon hältst. Schau mal, der hier, ein Hoodie von Nordwolle. Der Einstieg bei Textilien ist immer erstmal das Label. So, 100% Schurwolle. Bedeutet, alles muss aus Schurwolle sein. Es gibt eine Textilkennzeichnungspflicht. Ja. Und das bedeutet, dass letztendlich hier keine anderen Materialien verarbeitet sind, was ein bisschen irritierend ist. Weil das sicherlich Baumwolle ist. Also das heißt, der Futterstoff ist wahrscheinlich Baumwolle. So. So vom ersten Anfühlen hier, wenn ich das jetzt so auf meinen Schenkeln nahe, muss ich sagen, das ist ein bisschen kratzig. Ich bin unglaublich empfindlich, was kratziges Zeugs angeht. Ja. Ich habe es heute angehabt, vor der Kamera. Ich muss sagen, mit einem T-Shirt drunter alleine reicht mir schon aus, dass ich genug Schutz habe, dass es nicht kratzt. Ja. Auf der nackten Haut, No-Go, ganz klar. Also, man erwartet jetzt von derart
gewalkten Sachen nicht, dass sie unbedingt kuschelweich sind. Das erwartet man nicht, weil es eigentlich ja Bekleidung für draußen ist. Ja. Und da geht es ja mehr darum, dass es wärmt, dass es schmutzabweisend ist, dass es windabweisend ist und man trägt es ja nicht auf der Haut. Ist es mir ein bisschen zu klein, zu eng, ansonsten wäre das richtig angenehm zum Tragen. Vor allem, wenn ich draußen bin, mal im Garten, es windet, es ist dicht, schön dicht und wenn mal der Wind arg weht, dann ziehe ich mir einfach die Kapuze an. XL. Ist mir zu klein, ne? Also von der Verarbeitung her ist es sehr schön. Die Nähte sind praktisch doppelt gesteppt, also man hat hier letztendlich noch so eine Absteppung. Mhm. Du kannst davon ausgehen, dass das letztendlich auch dauerhaft hält. Die Überstände sind auch ausreichend, also es ist nicht so knapp genäht, wie man es ab und zu mal sieht. Da siehst du es an der Naht. Sehr, sehr hochwertig von der Verarbeitung her. Unten haben wir noch eine Paspelierung, die dient aber mehr der Dekoration. Was ist Paspelierung? Dass letztendlich die Kante eingefasst wird. Gehen wir mal zum nächsten. Dann habe ich eine richtig schwere, schöne Jacke mit Kapuze. Schau dir die doch bitte mal an. Werfen wir gleich mal wieder einen Blick auf die... Aufs Zettel. Aufs Zettelchen. Hedlund, Hersteller. Erstmal Blick aufs Zettelchen. 100% Schurwolle, Futter 100% Baumwolle, enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs. Mhm. Das sind wahrscheinlich diese Kanten. Das sieht mir aus, als wäre es tatsächliches Leder. Leder sein. Also das schaut nicht nach Kunstleder aus. Das wäre dann wahrscheinlich auch ausgewiesen. Ich glaube nicht, dass so ein Hersteller Kunstleder verwendet. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist vom Material her sehr viel weicher. Also längst nicht so stachelig. Trägt sich auch angenehm, muss ich sagen. Auch hier, du siehst das bei den Nähten, es ist ein Überstand da. Also es ist nicht zu knapp genäht an der Naht. Das heißt, das Risiko, dass die Naht platzt, ist relativ gering. Zusätzlich sind die Innennähte noch paspoliert, was eine deutlich weitere Stabilität bringt. Hier unten ein Gummizug, da kannst du dann praktisch noch die untere, kannst du unten noch dicht machen. Dass der Wind also nicht so rein weht, ne? Wobei winddicht sind sie eigentlich alle. Wolle ist da super. Ach, ja. Nicht nur das, schmutzabweisend und so pflegeleicht. Also Wolle ist einfach ein tolles Material. Ja. Ein tolles Material. So, Kapuze. Sehr praktisch. Mhm. Kapuze ist sehr praktisch, hier abnehmbar und auch noch verstellbar. Und zwar sowohl, was jetzt die Höhe angeht, dass dir nicht ins Gesicht fällt, wenn du auf dem Radl sitzt oder so. Dann hast du hier hinten sogar nochmal einen Gummizug, mit dem du die Größe der Mütze noch verändern kannst. Also kannst du zusammenziehen. So, dann wird sie insgesamt kleiner. Innentasche wäre schön. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, eine Innentasche. Ja, aber ansonsten fehlt. Hat sie alles, was ich brauche. Und die hier, auch loben, kommt aus Bayern. Etikett sagt 100% Schurwolle. Gut. Und Innentaschen sind da, sogar mit Reißverschluss Innentaschen. Von der praktischen Seite her super, muss ich sagen. Ja, keine Kapuze und haben keinen Tunnelzug. Also die ist ein bisschen feiner, sagen wir mal so. Und auch deutlich leichter. Also ich sag's jetzt mal, eher sowas für den Sonntagsspaziergang. Reißverschluss ja auch. Also Finningurt. Also alles wunderbar. Was sagst du zur Stabilität? Wie lange hält mir so eine Jacke, wenn ich die in den Übergangszeiten, also den kompletten Herbst, das komplette Frühjahr anhab? Das erlebst du nicht, dass die kaputt geht. Okay. Das heißt, die sind schon ihr Geld wert, auch wenn ich hier erstmal ein bisschen mehr ausgeben muss. Also, die sind unverwüstlich. Aha. Also ich meine, wenn du keine Motten reinkriegst. Also, ja, ehrlich. Also da muss man aufpassen. Also das ist die einzige Gefahr. Die einzige Gefahr sind Motten. Aber ansonsten, die sind ja extrem pflegeleicht. Mhm. Also du wie pflege ich sie am besten? Am besten gar nicht. Auslüften. Lüften, raushängen. Auslüften. Mhm. Du musst Wolle eigentlich nicht waschen. Also Wolle hat echt selbstreinigende Eigenschaften. Selbst wenn du Dreck am Ärmel hast oder so, das klopfst aus, notfalls mit einer weichen Bürste drüber. Okay. Also da muss man wirklich nichts machen. Und wenn du einen Fleck drin hast, dann mal mit warmem Wasser. Also brauchst keine Mittel und nichts.
Also das bestätigt mich auch immer wieder in meiner Meinung. Wolle, ein klasse Material. Solche Sachen sind ein bisschen teurer, ja. Aber es lohnt sich dann, weil sie einfach auch lange halten. Sowas hier, ich bin mal gespannt. Ich werde mir die kaufen hier. Wie lange ich die dann habe? Wenn ihr dabei bleibt, werdet das ja sehen. Was kosten die denn so ungefähr? Das weiß ich gar nicht auswendig, aber ich blende es mal unten ein. Also dein Fazit zu den Jacken, wie fällt das aus? Ist jede ihr Geld wert? Schon, also, ne? Ich meine, wenn du sagst, keine, also um die 300 Euro, das würde ich sofort ausgeben. Mhm. Michaela, vielen Dank für deine Expertise. Klasse. Gern geschehen. Und jetzt kurz vor Schluss habe ich noch eine Jacke zugeschickt bekommen, ebenfalls von Nordwolle, die den Hoodie gemacht haben. Eine richtig klasse Winterjacke, dick und warm. Außen nicht mit irgendwelchem Kunststoff, sondern Baumwolle. Das geht auch. Innen mit gefüttert, auch mit Baumwolle. Und der Futterstoff, also das Füllmaterial, das ist aus echter Wolle. Hält also toll warm, eine schöne warme Winterjacke. So soll es sein. Sie hat auch eine Kapuze. Ich kann hier zuziehen, Reißverschluss bis oben hin zumachen. Hab's also, auch wenn es windet und eiskalt draußen ist, richtig warm. Was mir aber nicht ganz so gefällt, sind die etwas zu kleinen Innentaschen. Da komme ich mit der Hand kaum rein. Und auch die Seitentaschen. Ich muss erst mal suchen, wo sind sie? Ah, da. Und sie sind auch recht klein und haben keinen Reißverschluss. Aber kleines Manko. Die Jacke ist ansonsten gut. Noch ein Manko. Den Hoodie, den hatte ich ja in XL und der war mir schon zu klein. Dann haben sie die hier noch zugeschickt in XXL. Ich kriege die Jacke vorne nicht zu. Ich kann mir vorstellen, die Norddeutschen sind etwas anders geschnitten als die Bayern. Also sie sitzt hier vorne schon sehr, sehr eng, aber sie hat einen schönen Schnitt. Ich bräuchte sie vorne etwas weiter, ansonsten ist die super. Tolle Jacke, sie sieht gut aus, sie hält warm. Wenn ihr sowas bestellt, auf jeden Fall eine Nummer größer als eure normale Größe. Aber umtauschen ist bei denen auch kein Problem. Und jetzt zum Schluss noch ein großes Dankeschön an Johannes von Augenweide Arts. Du bist ein Künstler und machst aus alten Tetrapacks ein Upcycling. Solche schönen Lampen hier, die sind nicht verklebt, sondern alle nur ausgeschnitten und dann zusammengesteckt. Super schön. Und das Tolle ist, die hören sogar, wenn man sagt, Lampe an, gehen sie an, Lampe aus. Gehen sie aus, finde ich super. Ja, ist natürlich Quatsch, ich habe einen Schalter in der Hand. Aber wirklich schön, Johannes, vielen Dank, ihr bekommt einen Ehrenplatz. Vielen Dank an Robin, du hast mir ein paar Samen zugeschickt von Brokkoli und von Aubergine, kommen natürlich in den Garten. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank an euch für eine Flasche Wein, zensiert steht drauf, ein Bio-Rotwein. Finde ich klasse, werde ich probieren und euch Bescheid geben, wie er geschmeckt hat. Danke noch von Cecilia, 4 Jahre für ein Bild. Da unten sieht man den Rigotti-Garten mit Tomaten und Blumen. Finde ich immer wieder klasse, wenn Kiddies was malen mit Buntstiften auf Papier. So ist schön. Dann vielen Dank an, was ich nicht anbauen kann im Garten, sind bei mir Oliven und ich liebe wirklich Oliven. Und mir hat ein netter Zuschauer zugeschickt ein paar verschiedene Olivensorten. Sogar in einem großen Glas. Ah, grüne Oliven, ich liebe sie ja in jeder Form, ob grün oder schwarz. Und das sind so große Dinger. Ihr schaut euch die Teile mal an. Echt klasse. Ganz herzlichen Dank. Du hast sogar so einen Versand. Hellenikos GmbH aus Mönchengladbach. Vielen Dank für das kleine Paket hier an Oliven. Esse sie einfach total gerne. Annemarie, vielen lieben Dank
für Rönnfried Kükenglück 2.0. Ihr wisst ja, ich habe gerade Küken. Ich zeige euch die mal, wie sie mittlerweile aussehen. Boah, ist mir warm in der Jacke. Oh. Puh, und sie ist ein bisschen eng. Gehen wir mal zu den Küken rüber. Ja, ihr Kleinen. Unglaublich. Schaut mal, wie die sich schon entwickelt haben. Diese Rabauken. Eine ist leider gestorben. Das ist eine von denen, die ich aus dem Ei gerettet habe. Und die andere, das ist sie hier vorne, sie wächst kaum. Ja, der geht's auch nicht gut. Also das mit dem aus dem Ei retten werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Sie müssen es von alleine schaffen. Und die anderen, die sind wirklich wohlauf und total zutraulich mal wieder. Die graue hier, komm mal her. Jawohl. Die ist unglaublich zutraulich. Komm hier. Hopp. Schaut euch das Kleine an hier. Hey du, alles klar? Ja. Ich nehme sie immer mit, wenn ich frisches Wasser zum Beispiel hole. Dann kommt sie mit mir in die Küche. Und setze ich mal auf die Schulter. Hoch, hoch, höher, Schulter. So. So. Wie haben wir es gelernt? Ja. Gehe ich mit ihr immer in die Küche, hole frisches Wasser oder ich gehe auch mal ein bisschen raus mit ihr, damit sie sich einfach an mich gewöhnt. Und es scheint echt super zu funktionieren. Oh. Du Kleines, also frisst unsere Kässpatzen. Ist doch viel zu groß für dich. Ja, es sind zum Glück nur Reste. Da. Komm her. Nein, das ist nichts. Das dürfen die Zuschauer nicht sehen, wie du in die Pfanne hüpfst. Nein, geh mal wieder zurück. Auf jeden Fall, sie wird wohl der neue Star hier. Ich hoffe, es ist eine sie. Ansonsten wird es der neue Hahn, ist auch okay. Ja. Sie scheint es echt zu genießen. Ja. Mhm. Und jetzt geht's wieder rein. Alle hopp. Alle hopp. Runter. Machen wir hier wieder zu. Ein Nachteil hat das Ganze. Ja, ich bin natürlich viel zu früh dran. Normalerweise würde ich die gern jetzt schon rausstellen, so langsam zu den Hühnern, an die gewöhnen. Aber es ist draußen einfach noch viel zu kalt. Es haben sich zwar schon Federn entwickelt bei ihnen, sie hätten es warm, aber es ist einfach noch zu kalt draußen, als dass ich die jetzt schon rausbringen will. Normalerweise starte ich mit sowas erst ja, Anfang April. Dann können sie Anfang Mai raus. Da sind noch ein paar kalte Tage, aber es wird dann doch schon wärmer. Jetzt sage ich aber wirklich tschüss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen rauf von euch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ahoi ohne Hut, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Tschüss. Hey, ihr Kleinen, Werbeaufnahmen. Ja, wer will. Komm hier. Komm hier. So ist gut. Auf die Schulter. Hopp. Geh mal runter. Kommst du mit? Wir machen mal ein kleines Foto. Schau mal hier. Ui. So ist schön. Ja, super. Mhm. Ja, wunderbar. Ja, magst du schon wieder rauf? Vielen Dank. Vielen Dank. Ha? Geh mal wieder rauf. Ja. Ja, komm. Na, komm her. Alle, hopp. So. Üben wir nochmal Schulter. Ja? Komm her. Alle, hopp. Super. Das klappt. Das klappt super. Geh mal wieder rauf. Jo, du kleiner Star. Hm? Schön. Da bleiben. Festhalten. Schau mal, wer da ist. Hier.
Allee. Hab. Und rein. Nicht darauf. Nee. Hopp. Vielen Dank, du Kleine. Super. Die ist einfach spitze. Der Neue ist da und mit der Luzi versteht sie sich auch gut. Umgekehrt natürlich auch.